Breaking News. Hallo liebe Freunde des Gaming und wieder herzlich willkommen zu den Breaking News, präsentiert von gamers-check.de mit den Themen: Der geile Arsch von Lever, Release-Termin der PC-Version wurde wohl verplappert von Amazon, Life is Strange 2, kommt es oder nicht? EA Sports UFC 2 wurde angekündigt, Xbox One, die Liste der abwärtskompatiblen Spiele wurde jetzt bekannt gegeben und nochmal Xbox Preview Mitglieder bekommen ein Geschenk. Das sind die Themen und es geht los. Der geile Arsch von Lara in Rise of the Tomb Raider. Das kam ganz frisch rein, kurz vor der Aufnahme. Der Release-Termin der PC-Version wurde wohl verplappert jetzt von Amazon. Das wäre nicht das erste Mal. Und zwar wird es der 1. April 2016 wohl sein. Das Kuriose dabei ist, es ist der 1. April. Ja, das muss man vielleicht so berücksichtigen. Aber es wäre ein Freitag. Das wäre ein typischer Release-Tag. Zumal hat ja Square Enix gesagt, Anfang April. Haben sie gesagt. Also wäre das ja doch ganz, ja doch, wäre machbar. Also es klingt so, als wenn das doch so wäre. Wir lassen uns mal überraschen, ob es denn wirklich der 1. April ist. Wenn nicht, dann müssen die PC-Leute halt länger warten. Aber es wäre zumindest ein Termin, wo ich sage, okay, das passt. Das wäre dann ein halbes Jahr nach dem normalen Release und ein halbes Jahr vor der PS4-Version, wenn es denn so kommt. Also, ja, gut. Life is Strange 2 Fortsetzung geplant, also zu Life is Strange 1. Und zwar hat ein Mitarbeiter von Don't Not getwittert, dass wohl eine Fortsetzung geplant sei, in Anführungszeichen. Danach hat aber, also ein, zwei Tage danach, hat ein Entwickler, auch von Don't Not, wiederum gesagt, nein, da ist momentan nichts geplant. Also es ist momentan so, ist es jetzt geplant oder nicht? Wir wissen es nicht. Aber es ist ja wohl eine Disc-Version angekündigt worden zu Life is Strange 1. Also wird da wohl, denke ich mal, auch ein zweiter Teil kommen. Aber es ist eben noch nicht klar, wie das genau sein wird. Also natürlich werden wir wahrscheinlich nicht mit Max spielen, weil es gibt ja verschiedene Enden, zwei Stück an der Zahl. Und dann wäre es natürlich doof, wenn man da ansetzt, an einem bestimmten Ende. Das wäre natürlich dann irgendwie doof. Aber na egal. Cool wäre es auf jeden Fall, ich würde mich freuen und jo. Come on, Slowpoke! If I see you here again, you'll learn all about real trouble. So, what would you do now? EA Sports UFC 2 wurde jetzt offiziell angekündigt von EA. Ich habe den ersten Teil ja übelst gefeiert. Ich fand ihn ja übelst geil. Besser als die alten UFC-Teile von THQ damals noch. Und das soll schon Anfang 2016 erscheinen. Mit einem besseren Gameplay, bessere Grafik und so weiter und so fort. Natürlich für Xbox One und PS4, nicht für den PC. Ich denke mal, das ist auch steuerungstechnisch schwer umsetzbar. Aber ich freue mich drauf. Bin mal gespannt. Gibt's auch einen Trailer, aber das zeigt kein Gameplay. Schade. Because it's time to finish the fight. Xbox One. Die offizielle Liste der ersten Xbox 360 abwärtskompatiblen Spiele wurde jetzt bekannt gegeben. 104 Stück an der Zahl. Darunter Rainbow Six Vegas 2, Fallout 3, Dirt 3, Assassin's Creed 2 und auch viele, viele andere. Ich werde hier keine Liste einblenden, das ist einfach zu viel. Dann wird die Schrift so klein, dass ihr da eine liebe Lupe für braucht. Aber ich find's cool, ist dann ab morgen ist es dann verfügbar. Für jeden. Und jo,
sehr, sehr geil. Und wer nicht weiß, wie man diese Spiele überhaupt spielt, ihr legt entweder eine Disc in eure Xbox One ein, dann wird eine spezielle Version aus dem Store runtergeladen und darüber dann gestartet. Da muss aber die Disc immer im Laufwerk sein. Oder ihr habt es per Download gekauft, dann habt ihr natürlich direkt in euren Download-Spielen das Ding direkt zum Runterladen. Das ist eine spezielle Version mit dem Xbox 360 Dashboard drin. Also es ist so eine komische Version, sag ich mal in Anführungszeichen. Aber auf jeden Fall geil. I'm pleased to announce Xbox One backward compatibility. Und nochmal Xbox One. Preview-Mitglieder sollen ein Geschenk bekommen. Und zwar hat ein Mitarbeiter vom Microsoft Support getwittert, dass wohl Preview-Mitglieder ein Geschenk bekommen werden. Was das sein wird, hat er leider nicht verraten, aber wir werden was bekommen. Also die Preview-Mitglieder sind. Wer es nicht weiß, wie man da reinkommt, da kommt man nur mit Einladung rein. Sprich, wer Preview-Mitglied ist, kann seine Freunde in seine Freundesliste einladen. Andere nicht. Anders kommt man da mit nicht rein. Ich bin natürlich drin und auch viele andere Leute. Und das ist ein Programm, wo man schon vorab eben Dashboard-Updates bekommt. Nur um das mal klarzustellen. Ansonsten, ja, bin mal gespannt, was wir denn bekommen. Ich denke mal, es wird nur ein kleines Gimmick sein. Ich glaube kaum, dass wir da irgendwie, keine Ahnung, 20 Euro Guthaben bekommen. Das war eher zu bezweifeln. Ich bin mal gespannt. Und zum Abschluss noch eine Anmerkung in eigener Sache. Auf dem Blog sowie auch hier auf diesem Kanal gibt es eine Review zum aktuellen Need for Speed. Dem Need for Speed Reboot sozusagen. Und jo, schaut doch gerne mal rein. Das war's auch schon für diese Woche bzw. für heute, für diese News. Was hatten wir denn an Themen? Wir hatten den geilen Arsch von Tomb Raider natürlich, von Lara Croft mit dem Release-Datum der PC-Version, die angeteasert wurde, in Anführungszeichen per Amazon. Dann Life is Strange 2, das vielleicht eine Fortsetzung geplant ist. Dann hatten wir EA Sports UFC 2, wurde angekündigt, wo ich mich sehr drauf freue. Dann zweimal Xbox One, einmal zu der offiziellen Liste der abwärtskompatiblen Xbox 360 Spiele und das Preview-Mitglieder ein Geschenk bekommen werden. Was das ist, wurde nicht verraten. Und zum Abschluss hatten wir noch eine Anmerkung in eigener Sache mit der Review zu Need for Speed. Jo, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen da und vielleicht sogar einen Kommentar zu den einzelnen Themen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen möchtet, dann lasst doch vielleicht sogar ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen. Kommentare beantworte ich auch immer, sofern es was zu beantworten gibt. Und ansonsten war's das für heute. Wir sehen uns dann am Sonntag wieder zu den normalen Game News. Und ansonsten bin ich raus. Und ciao.